Ich werde einen kurzen historischen Abriss machen zum Thema Verdichtung damals und heute. Eben ein paar historische Schlaglichter zum Thema Ihnen präsentieren. Das Thema Wohnen in Basel hat unweigerlich mit dem Platzverhältnis und damit auch mit dem Wachstum der Stadt zu tun. In groben Zügen kann man sagen, dass der Ursprung der Stadt Basel auf die Kältezeit zurückzuführen ist. Und da haben wir die erste keltische Siedlung, das wäre die hier. Beim Wolterplatz, Novartis Campus, auf dem Gebiet hat man die ersten Funde gemacht aus der Kältezeit. Etwa um 100 v. Chr. Ist die Siedlung aufgegeben worden. Und dann hat eine andere Siedlung auf dem Münsterplatz, also auf dem Münsterberg, das wäre die hier, der Ort, da, die hat dann Bedeutung gewonnen und ist dann im ersten Jahrhundert permanent besiedelt worden. Wie sich dann von dem Punkt aus die Stadt entwickelt hat, das sieht man auf einer Karte von 1642. Sehr schön. Während dem Mittelalter da ist zum einen, also wir sehen hier nochmal den Münsterberg. Da ist so die erste Siedlung gewesen. Und von da aus hat sich die Stadt ausbreitet. Und um 1060, 1080 herum ist dann die erste Stadtmauer errichtet wurde, die sogenannte Burkhardtschi-Mauer, die ist benannt nach dem Burkhard von Fenis, einem Bischof, einem damaligen Bischof. Und das wäre dann die Mauer da gewesen. Da hat man dann die bereits vorhandene Stadt eingrenzen. Dann hat sich die Stadt aber ausgedehnt und es sind die sogenannten Vorstädte entstanden, also die Spalenvorstadt zum Beispiel. Weil gewisse Gewerbe innerhalb der Stadtmauern nicht erlaubt waren. Bäcker zum Beispiel mussten wegen der Feuergefahr außerhalb der Stadt ihrem Gewerbe nachgehen. Gerber waren wegen der Geruchsemissionen innerhalb der Stadt nicht geduldet. Und so haben sich dann die Vorstädte gebildet. Und nach weiteren 300 Jahren ungefähr, also um 1400 herum, hat man beschlossen, eine weitere Stadtmauer zu errichten. Und das wäre dann die hier, die sichtbare hier. Die äußere Stadtbefestigung, die um 1400 herum entstanden ist. Das war dann auch der Zustand, wo die Stadt Basel bis etwa 1800 herum so hat sie ausgesehen, so ist sie geblieben, weitere 400 Jahre lang. Aus dem, oder sogar bis Mitte 19. Jahrhundert, könnte man sagen. So lange ist sie in dem mittelalterlichen Korsett eigentlich drinnen geblieben. In dieser ganzen Zeitspanne hat sich die demografische Entwicklung aber ziemlich nicht linear entwickelt, sondern sie war geprägt von Pestzügen, von Krieg, von Hungersnöten etc. und ist darum sehr schwankend gewesen. Also um 1348 herum hat man es mit etwa 12'000 Einwohnern zu tun in Basel. 1396, also etwa 50 Jahre später, sind es allerdings nur noch 7'000 gewesen. Dazwischen ist ein Erdbeben passiert, aber auch Pestzüge eben. Verschiedene Ursachen, die dazu geführt haben, dass die Einwohnerzahl geschwankt hat in Basel. Um 1500 sind es etwa, es hat sich dann wieder langsam erholt. Ich habe hier auch noch, genau. Es hat sich dann, hier sehen wir den Tiefpunkt 1396 und dann hat es sich langsam in einer langsamen Kurve erholt. Um 1500 herum hat man 9'500 Einwohner gezählt, dann 1609 sind es wieder 12'000 gewesen, so viel wie 350 Jahre vorher ungefähr, 250 Jahre vorher. Und um 1699 sind es dann schon fast 15'000 Einwohner wieder gewesen und dort ist dann auch geblieben. Bis Ende vom Ancien Regime, also bis etwa 1800, ist man dann auf 15'000 Einwohner geblieben. Das wäre dann da der Punkt, genau. Und dann um 1800 herum hat die Industrialisierung Einzug gehalten in Basel und hat die Einwohnerzahl explodieren lassen, wenn man so anschaut. Also bei dieser Grafik sieht es nach Explodieren aus. Wenn man dann erst 1800 anfängt, sieht es nicht ganz so explosiv aus, aber es ist doch eine Steigerung. Es ist von 1800 bis 1850 hat sich die Einwohnerzahl von 15'000 auf 30'000 verdoppelt. Es hat 50 Jahre gebraucht dafür. Für die nächste Verdoppelung von 30 auf 60'000 hat es noch 30 Jahre gebraucht. Also 1880 ist sie wieder verdoppelt gewesen. Und dann nochmal für eine Verdoppelung, für eine faste Verdoppelung auf 110'000 hat es noch 20 Jahre gebraucht. Also zwischen 1880 und 1900 hat sich die Basler Bevölkerung um etwa 50'000 Personen vergrößert. Das ist ein immenses Wachstum. Das wäre dann die Kurve hier, der steilste Abschnitt.
habe das mal kurz ausgerechnet, das sind dann pro Jahr 2450 Personen gewesen, die nach Basel gekommen sind. Oder pro Tag wären das dann etwa 6 bis 7 Leute gewesen. Also so eine ganze Familie quasi, die jeden Tag über 20 Jahre hinweg nach Basel gekommen ist und wo man müssen Wohnraum zur Verfügung stellen. Das hat natürlich dann auch so, also die Entwicklung, oder um das noch abschließen, der Höhepunkt hat Basel-Stadt, ich rede hier immer nur von der Stadt und ohne die Landgemeinden Bettingen und Riechen übrigens. Um 1970 herum hat dann Basel-Stadt den absoluten Höhepunkt erreicht mit etwa 210'000 Einwohnern. Und es ist dann von dort weg wieder ein bisschen gesunken, wie wir hier sehen, die Kurve. Hat sich dann seit 2000, wie wir vorher gehört haben, wieder ein bisschen erholt, wieder ein bisschen zugelegt. Heute sind es 175'000 Einwohner in der Stadt selber, soweit ich das gesehen habe. Also die Entwicklung im 19. Jahrhundert hat natürlich zu immensen Problemen geführt, infrastrukturell, vom Wohnraum her, und hat dazu geführt, dass die Bevölkerungsdichte in der Stadt selber von 7 Personen um 1800 herum, von 7 Personen pro Haus um 1800 herum, auf 14 bis 15 Personen pro Haus um 1860 herum gestiegen ist. Zu was für Zuständen der Anstieg geführt hat von Dichte, das sehen wir hier bei dieser recht populären Fotografie vom Birsig, der offene Birsig. Wir sehen dort die spätere Falknerstrasse, ungefähr von der Hauptpost aus gesehen, Richtung Barfüsserplatz blickend. Die Brücke hier ist die heutige, das heutige Pfluggässli, wenn ich das richtig interpretiere. Und man sieht hier die ganzen Anbauten, die Hinterhofanbauten, Abtritt auch, die direkt in Birsig geführt haben. Also der Birsig war damals ein Kloake, der bei wenig Wasserstand unsäglich gestunken soll haben und wo einfach sehr unhygienische Verhältnisse geherrscht haben. Hier noch ein bisschen einen anderen Winkel. Hier bei dieser Strassenreihe da steht, glaube ich, wenn ich das richtig sehe, heute der Thalia zum Beispiel. Thalia Bücherladen, der ist jetzt da. Also da führt jetzt das Tram durch. Der Birsig ist. Genau. Dort. Ah, übrigens nebenbei noch bis 1982, da bin ich sehr erstaunt gewesen, als ich die Zahl gelesen habe. Bis 1982 sind alle Abwässer von Basel ungeklärt in Rhein geleitet worden. Das kann man sich heute ja auch nicht mehr vorstellen. Also das nur nebenbei. Also die unhygienischen Zustände haben dazu geführt, dass es in Basel auch immer wieder Epidemien gegeben hat. Es hat eine Cholera-Epidemie im Jahr 1855 gegeben, wo 399 Leute daran erkrankt sind und davon 205 gestorben. Im Jahr 1865 ist eine Typhus-Epidemie ausgebrochen. Dort sind 3700 Leute erkrankt und davon 450 gestorben. Also, und nach dieser Typhus-Epidemie hat dann die Basler Regierung beschlossen, dass man das Kanalisationssystem nach modernem Standard möchte einrichten. Und das hat dann allerdings schon noch ein paar wenige Jahrzehnte gedauert, bis das flächendeckend eingerichtet war. Aber man hat das dann eben beschlossen, das durchzuziehen. Der Birsig ist dann eben auch 1886 bis 1890 kanalisiert und saniert worden. Und 10 Jahre später hat man dann ganz überdeckt, wo man die Tramlinie dort eingerichtet hat. Also um 1900 herum ist er zugedeckt worden, der Birsig, an dieser Stelle. Und es ist so das Strassenbild entstanden, wie wir es heute kennen, mit der Falknerstrasse drauf. Wie erwähnt, im Jahr 1860 sind 14 bis 15 Personen pro Haus gezählt worden in der Innenstadt. Im Jahr 1889 hat die Basler Regierung eine sogenannte Wohnungsenquete in Auftrag gegeben, also eine Untersuchung zu den Wohnverhältnissen. Und dort hat man dann immer noch festgestellt, dass fast 14 Personen pro Haus wohnen. Die Angabe Bewohner pro Haus, das ist eine Zahl, die man gerne benutzt hat damals im späten 19. Jahrhundert zur Angabe, wie dicht das ein Gebiet besiedelt ist. Aber es ist natürlich auch eine trügerische Zahl. Basel mit 14 Einwohnern ist eigentlich gar nicht so schlimm gewesen, wenn man so will. Basel, Bern und Zürich haben jeweils etwa 16 pro Haus gehabt. Und Berlin war so ein grosses Schreckgespenst gewesen mit 60 Personen pro Haus. Aber da sieht man eben auch,
man muss natürlich auch sehen, dass Gebäude anders waren. In Basel hat man in der zweiten Hälfte des 19. Jahrhunderts kaum über zwei Stockwerke ausgebaut. In Berlin hat man zur gleichen Zeit schon vier, fünf oder sechsstöckige sogenannte Mietskasernen hergestellt mit vielfach verschachtelten Hinterhöfen. Und da haben natürlich einfach mehr Leute drinnen Platz gehabt in so einem Haus. Also man muss das auch immer in Rechnung stellen. Was die Zahl auch verfälscht, ist, dass in Basel durchaus auch, es hat auch bürgerliche Kreise gegeben, die in Häusern gewohnt haben, wo eine Person eins, zwei oder drei oder mehr Räume zur Verfügung hatte, während wir in Arbeiterhäusern haben die ganze Familie in einem Raum innen gelebt und das hat natürlich die Angaben total verfälscht. Also man kann mit Bewohner pro Haus ist eigentlich eine unbrauchbare Ziffer, wenn man so will. Das dient vielleicht zu Vergleichszwecken zwischen der Schweizer Städte, aber nicht im internationalen Vergleich. Wie das könnte ausgesehen haben, das zeigt hier das Bild. Das ist jetzt eine Arbeiterfamilie mit, also Arbeiter, man weiß es nicht so genau, aber es ist anzunehmen. Man sieht hier sechs Kinder und drei Erwachsene. Und in diesem Raum da ist offenbar geschlafen worden, mit den Bettern hier, ein Bett hier. Man hat aber ein Wohnzimmer im gleichen Raum gehabt. Das ist jetzt ein Beispiel aus Berlin allerdings. Das sieht man auch. Ja, also die hohe Decke ist, das weist auch darauf her, dass es ein gründerzeitliches Gebäude muss gewesen sein, das im späten 19. Jahrhundert wahrscheinlich entstanden ist. Also das ist jetzt ein Beispiel aus Berlin, wie das könnte ausgesehen haben, wenn in einem Raum verschiedene Sachen vom Alltag stattfinden. Dann hier noch ein Beispiel, ein Schweizer Beispiel aus einer Schweizer Stadt, wo man aber auch nicht ganz genau weiss, woher das ist. Das ist auch so ein Arbeiterwohnung. Man sieht sehr beengte Verhältnisse und da sieht man es jetzt eben speziell, das ist jetzt wahrscheinlich ein Altstadthaus innen, niedrige Decke, wenig Licht wahrscheinlich, wenig Luft auch. Man muss annehmen, dass die mit Holz geheizt haben oder mit Kohlen, also je nachdem könnten da wirklich schlechte Luftbedingungen gewesen sein. Also das ist nur so ein besseres Beispiel, um zu zeigen, wie die Leute gewohnt haben damals. Angesichts von der sich stets verdichtenden Innenstadt hat die Basler Regierung 1859 beschlossen, die Stadtbefestigungen, die wir vorher auf dem Merianplan sehr schön gesehen haben, niederzureissen und die Stadt zu öffnen. Und haben dann auch einen Generalplan in Auftrag gegeben. Das ist der sogenannte Maring-Plan, benannt nach dem Architekt Rudolf Ludwig Maring, der dann eben 1857 einen Generalplan erstellt hat und hat vorgeschlagen, wie man die Stadt könnte öffnen. Schwarze hier, das sind die bestehenden Quartiere gewesen. Man sieht hier eben noch den schönen mittelalterlichen Grundriss, der damals noch vorgeherrscht hat. Und die roten Sachen, das sind die neu geplanten Quartiere gewesen, die hier ausserhalb der aufgeschütteten Stadtgräben und so weiter entstanden hätten sollen. Sind dann auch, allerdings, also der Plan ist so nicht umgesetzt worden. Man hat einen anderen dann genommen, der wenige Jahre später entstanden ist. Aber das war so mal der erste Vorschlag gewesen. Und da sieht man dann auch da den Zentralbahnhof und die Elisabethenstrasse, wo eigentlich so die Verbindungsachse sollte sein, oder sie ist ja eigentlich auch heute noch, ins alte Stadtzentrum hinein. Und der Maring war auch noch recht visionär gewesen. Er hat es hat zur damaligen Zeit immer nur die mittlere Brücke gegeben. Er hat da schon drei weitere Brücken geplant gehabt, die dann ja tatsächlich auch umgesetzt worden sind in den nächsten paar Jahrzehnten. Er hat da auch, ich denke, das sind Badeanstalten, die hier im Rhein entlang noch eingeplant sind. Also er hat sich da recht schöne Gedanken gemacht eigentlich. Denn, ja, also die intensive Wohnbautätigkeit in den 1860er Jahren, die hat längstens nicht gelangt, dass in den 1870er und in den 1880er Jahren immer noch grosse Wohnungsnot geherrscht hat. Wir haben vorher die Wachstumskurve von der Bevölkerung gesehen, man ist nicht nachgekommen mit genügend Wohnraum erstellen. Das hat aber auch damit zusammengehangen, dass man zuerst in den ersten 30 Jahren, nachdem die Stadt aus dem mittelalterlichen Gürtel ausgebrochen ist, man hat zuerst luftige, helle Wohnräume erstellt für die Mittleren, für den Mittelstand und für die Besserverdienenden, bevor man dann irgendwann auf die Idee kam, dass man auch die grössere Gebäude für die arbeitende Bevölkerung, für die Industriearbeiterschaft zum Beispiel, machen. Und
Das sind dann eben, wo man auf die Idee kam, im späten 19. Jahrhundert, das sind dann die Quartiere gewesen, das Matthäusquartier zum Beispiel, wo wir uns heute befinden. Also, ja, das wäre dann auf dieser Seite eigentlich, hier hinten. Das ist dann innerhalb von 10 Jahren aus dem Boden gestampft worden, ebenso das St. Johannsquartier hier in dieser Region oder auch das Gundeldinger Quartier, das dann hier eben hinter dem Bahnhof ist. Das sind alles so Quartiere, die innerhalb kurzer Zeit, kurz vor 1900, nach 1900 aufgezogen worden sind und die dann doch Erleichterung geschafft haben in der Wohnungssituation in Basel und für weniger verdienende Leute Wohnraum zur Verfügung gestellt haben. St. Johannsquartier zum Beispiel war auch sowieso ein nicht so beliebtes Quartier für besser verdienende Leute, weil dort sehr viele öffentliche Bauten gestanden sind, wie zum Beispiel das Gefängnis Schellenmetterli seit 1864. Dann war der Schlachthof dort, wo heute der St. Johannspark steht. Oder das Gaswerk beim Voltaplatz vorne. Das sind alles so Institutionen, das haben jetzt die besseren Kreise nicht unbedingt angezogen und darum sind dort die Mieten günstiger gewesen eigentlich. Ab dem letzten Jahrzehnt vom 19. Jahrhundert ist die Tendenz zu beobachten, dass die bürgerliche Oberschicht mit Erfolg eine Entslamisierung, wenn man so will, von der Innenstadt vorantrieben hat. Und um sie repräsentativer zu gestalten, man hat ganze Strassenzüge niedergerissen, wo vorher eben eher so Unterschichten gelebt haben und hat dort repräsentative Bauten aufgezogen, hat ein Zentrum gemacht, wo eben den bürgerlichen Ansprüchen genügt hat. Man sieht das heute noch um den Marktplatz herum oder um den Fischmarkt. Die Gründerzeitgebäude stehen zu grossen Teilen noch und sind sehr repräsentativ gestaltet. Und diese Sanierung, man würde jetzt heute eben sagen, die Gentrifizierung, die damals um 1900 in der Innenstadt stattgefunden hat, hat natürlich wieder dazu beigetragen, dass die Wohnungsknappheit grösser geworden ist, besonders für die unteren Schichten in der Stadt Basel. Es hat sich zu dieser Zeit dann eben auch ein Stadtbild angefangen herauszukristallisieren, das bis heute prägend ist für Basel. Also die unteren Schichten haben, wie ich gesagt habe, im St. Johannsquartier, im Matthäusquartier oder im Gundeldinger sind dort ansässig geworden. Die besseren Schichten sind im Gellerquartier oder auf dem Bruder Holz. Haben sich dort niedergelassen oder sind sogar schon dort gewesen. Und das ist ja eigentlich bis heute ein bisschen so, wenn man so will. Also die Entwicklung, die damals sich so richtig durchgesetzt hat, das hat auf lange Sicht aus der Stadt prägt eigentlich, wenn man so will. Kurz nach 1900 hat die rege Bautätigkeit mit diesen neuen Quartieren dann auch die Stadtgrenze erreicht. Und man hat dann, die Agglomeration hat dann sich rasanter angefangen zu entwickeln. Das hat dann auch in den Basel-ländischen Vororortsgemeinden zu Wohnungsknappheit geführt. Und weil die weniger vermögenden Stadtbewohner dorthin ausgewichen sind, weil es dort noch günstiger war. In der Stadt Basel ist der Boden immer teurer geworden nach 1900, um Bauland noch zu erwerben. Und damit auch die Mieten sind stark gestiegen. Und das hat dazu geführt, dass die Leute immer mehr ins Basel-Land ausgewichen sind, in die Vorortsgemeinden vom Basel-Land. Gerade nach dem Ersten Weltkrieg haben dann auch Vertreter von der Gemeindebehörde und von Mieterschutzkommissionen beim Basel-Ländischen Regierungsrat über die sich zuspitzende Wohnungsnotsituation beklagt. In diesem Zusammenhang muss man auch den sozialen Wohnungsbau sehen, der um diese Zeit eingesetzt hat. Ein Pionier auf diesem Gebiet ist der in Basel tätige Architekt Alfred Emil Dettweiler gsi. Er hat Pläne gemacht für eine Gartenstadtsiedlung, also die Gartenstadt Neumünchenstein, wo 1912-13 ausgeführt worden ist. Da sehen wir sie, die steht heute noch, die Gebäude. Ursprünglich sind da 300 Wohnhäuser geplant gsi. Davon sind 36 gebaut worden. Und man hat damit das Ziel verfolgt, der Arbeiterfamilie, der weniger einkommensschwächeren Familie,
Wohnraum zur Verfügung stellen, der grosszügiger ist als das, was bis anhin gebaut worden ist. Sie sehen hier auch, es gibt einen Vorgarten. Hinten raus haben sie Obstgarten und Gemüsegarten gehabt. Also, und mit dem Wohnraum, den sie dort zur Verfügung haben, 4 bis 5 Zimmer, vielleicht noch 1-2 Mansard, eine geräumige Küche. Das hat den Standard aus der damaligen Zeit natürlich bei weitem getoppt, was bis jetzt rum war. Nach dem Ersten Weltkrieg hat man das wieder aufgenommen. Das ist wie gesagt 1912-13 entstanden. Das ist die erste genossenschaftliche Gartenbausiedlung der Schweiz, die hier in Münchenstein entstanden ist. Nach dem Ersten Weltkrieg hat man das Prinzip wieder aufgenommen. Und es sind dann zum Beispiel in Muttenz ist das Freidorf entstanden. Oder in Münchenstein ist die Baugenossenschaft Wasserhaus 1921 gebaut worden. Das Freidorf, das haben wir hier auf dieser Abbildung drauf. Das steht auch heute noch. Da haben wir noch ein Foto von 2005. Auch hier sehen Sie wieder den grosszügigen Garten, der hinten ist. Ist doch irgendwie schick für eine Arbeitersiedlung, wenn man so will. Ja, ich kann jetzt hier bei diesem Input-Referat nicht wirklich auf die ganze Entwicklung, Stadtentwicklung vom 20. Jahrhundert noch im Detail eingehen. Ich möchte jetzt einfach zum Abschluss noch ein städtebauliches Element herausgreifen aus dem Quartier selber, wo wir uns befinden, Matthäusquartier, wo mir besonders gefällt und wo ich erwähnenswert finde. Und dabei handelt es sich um die Drei-Rosen-Anlage. Die besteht zwar schon seit 1935, Drei-Rosen-Brücke ist ja 1934 eingeweiht worden. Sie war damals schon ungefähr so eingeteilt wie heute. Aber sie ist wegen diesen grossen Bauarbeiten, die im Zusammenhang mit der neuen Drei-Rosen-Brücke und mit der Nordtangente stattgefunden haben, ist sie jahrelang unbenutzbar gewesen. Und dann ist sie 2005, 2006 wieder eröffnet worden. Und ich finde, das ist ein wunderbares Beispiel einfach für eine städtebauliche Nutzung mit dieser Dreiteilung auch. Man hat den Sport- und Turnplatz, den blauen dort zum einen, dann die freien Wiesenflächen, Kinderspielplatz. Jetzt neuerdings hat es hier in dem Ecken unten auch noch die Klettergerüste oder die Workout-Gerüste, die sehr rege genutzt werden. Also es ist ein sehr gutes Beispiel, finde ich, für einen schmalen Grenzstreifen, wo als Treffpunkt und als Veranstaltungsort auch mit den Räumlichkeiten, die hier im Brückenkopf innen untergebracht sind, ist ein sehr gutes Beispiel für einen multifunktionalen Treffpunkt für die Quartierbewohner, der sehr gut funktioniert. Das ist das stärkst besiedelte Quartier laut dem Statistischen Amt der Basel-Stadt. Das sind hier 275 Personen pro Hektar in diesem Quartier und das ist mit Abstand das grösste Quartier von Basel-Stadt. Das nächste ist mit etwa mindestens 100 Personen weniger. Ich könnte jetzt gar nicht sagen, welches das ist, aber das Matthäusquartier ist das dichteste. Und für mich ist ein gutes Beispiel, dass wo Dichte herrscht, braucht es eben auch Freiflächen wie das hier. Und ja, danke Ihnen.